Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Bewusst heute mal im Ladebildschirm, weil ich das immer sehr lustig finde, wenn das Spiel so sich aufbaut, also wenn es fertig geladen hat, dann baut sich das auf. Dann kann man überall so durchgucken, man sieht so die ersten lootbaren Teile und dann fliegt das so von oben alle so runter. Deswegen dachte ich mal, wir machen das zusammen. Ich voll Idiot, hab das ein bisschen anscheinend zu früh gedrückt, oder? Geht's jetzt? Ich wollte jetzt hier keine Laberstunde machen. Aber ja, das meinte ich zum Beispiel. Vielleicht fliegen wir auch durch die Karte, das wäre noch lustiger. Bisher sieht es erstmal so aus, ob stehen wir hier einfach nur. Also ich sehe auch noch nicht, ne? Oh, jetzt, ne? Okay. Mach den. Okay. Ja, schade. Oben ist das ein bisschen geiler. Wir konnten jetzt mal ein bisschen gucken, wie das anders mäßig aussieht. So. Solange noch ein bisschen scharf ist, will ich das auch ausnutzen. Ja, ja, das ist das Problem. Wenn irgendwo hängen bleibt. Hä? Warum ist denn alles kaputt bei mir? Guck mal, da ist ein Dings dran. Ach, weil ich keine Munition habe dafür? Das wird sein, ne? Guck mal hier. Ja, weil ich keine Munition dafür habe. Das ist ja lustig. Oh, ich habe ein Lenkrad hiervon. Hä? Warum kann ich denn das auch nicht? Das ist alles im Arsch ist? Das ist alles im Arsch? Das ist im Arsch. Alter Schwede. Okay. Also mein Rohrmystik, Spitzhacke. Spitzhacke machen wir mal gleich. Sturmgewehr kann ich ja gar nicht machen. Also den kann ich machen. Okay, alles klar. Heftig. Ich hätte es nicht gedacht. Aber man hat jetzt wenigstens da so eine Zeichen. Das ist ja weniger auch cool. Dann braucht man nicht mal rätseln, wie viel wir haben, sondern allgemein sehen wir unten jetzt, wie viel wir haben, ne? Das heißt, ja, aber oh, Anime-Kit, dass das total kacke ist. Naja, lass dir mal ruhig Zeit. Schade, hier können wir gar nicht weiter. Also früher war das viel lustiger in der U-Bahn, da hatten wir wenigstens richtig viele Sachen. Weiß ja nicht, was wir jetzt vielleicht noch kriegen. Ja, Maschinenpistole. Eine Pumpgun. Wenn wir eine Pumpgun jetzt so unterwegs finden, wäre ja auch noch lustig. Weil dann könnte ich hier aber hier El Rotzos, Potzos mit die Pumpgun ausmachen. Und dann wäre das cool. So, ich nehme mal das Messer hier und da rennt sie schneller. Hatten wir die eigentlich nicht schon leer? Die hatten wir doch bestimmt schon leer. Ja, wollte ich schon sagen. Ich kann mich ohne ja an alle dran erinnern. Was ist das hier? Oh. Ja, das nehmen wir natürlich. Das gibt es ja frei Haus, ne? Und dann steppen wir hier mal. Ich glaube nicht mehr, dass wir hier die Ressourcen so kriegen, die wir eigentlich so uns, ja, was heißt, erhofft haben. Oft haben ist ja so das falsche Wort. Aber die es normalerweise hier unten so gab. Naja, solange er jetzt den Schädel verschönert kriegt. Wartet hier. Oh. Ah, shit. Gib mir wieder. Gib mir bitte. Hier oben vorne war? Nee. Den konnte ich nicht. Ah, die anderen, die Soda-Dinger. Ja, du als erstes. Und dann kommt Mäuschen. Gut, alles klar. Ist hier auch noch eine Münze drin? Ja, doofe Batterie. Wem hat der ja geschrieben, wozu wir die brauchen, um die Geräte denn nachzuladen, wenn die schon auf Abwerten waren? Aufwerten? Abwerten. Also wenn die aufgewertet sind. Ja, hat er geschrieben, der hat das mir mal erzählt, kann ich mich nicht erinnern. Also ich glaube, wir hatten mal darüber geredet mit dem Max. Wozu die sind. Und da ging es darum, dass wir die Batterien aufladen, aber nicht die Dinger. Oder ich habe das voll falsch verstanden. Das kann natürlich auch sein. Wäre nie selten, wenn ich irgendwas mal falsch verstehe. Ja, wir kommen da jetzt leicht hin. Vielleicht hier lang. Ja, obwohl, das geht ja noch. Achso, das schafft ihr?
Und da auch noch einer. Kein Problem. Also, ah, so. Ein Bastard. Naja, ich hab die gesehen. Das ist eine neue Frisur, ne? Die sieht nach Tod aus. Früher war mal ein Mäuschen, jetzt ist es eine Ratte. So, Otto der Officer oder Karl der Kopf, weiß ich noch nicht. Naja, ich sehe die da hinten schon. Naja, der Kopf ist schon mit voll auf Knacks angelaufen. Freust dich, dass du jetzt hier aber dermaßen Blitz abkriegst, ey. War fast... Ey, ich wollte schon sagen, irgendwas fehlt mir. Irgendwas hat mir richtig gefehlt. Hello. Was ist das? War da noch einer? Nö. Uns ist hier go. Ah ja, doch, eine Werkstatt war. Oh, Schwierigkeiten, das kommt. Nicht so geil. Ah, hier unten. Ja, auch noch ein paar Spulen. Wir sind ja der Spulen. Ja, auf der Ferse. Ja, auch richtig geil ist, weil wir ja alles haben wollen, was jetzt so. Nö, nö. Was ist? Jetzt mal ein bisschen mehr Köpfchen gehabt, wa? Was ist das hier? Bücherregal. Ja, nimm mal Anfänger, Leibwache. Brauchen wir nicht, haben wir schon. Ist egal. Wir nehmen alles, weil wir arm sind. So. Ja, letztendlich. Wenn wir die Stadt wieder aufbauen, was nicht geht in diesem Spiel, aber wenn wir die Stadt wieder aufbauen, dann muss ja auch alle tot sein, ne? Fühle mich da so ein bisschen wie bei I'm the Legend, dass ich hier Verantwortung habe, das Experiment, was hier schief gegangen ist, nicht einfach abhauen. Also das ist ja wär typisch deutsch, ey. Aber das wirkt nicht so, weil ich will für meinen Fehler, ja, mein Fehler glaube ich nicht, aber ich würde es hier korrigieren, ganz einfach. Okay, da können wir nicht ran, aber da ist noch einer. Was ist da drin? Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich, oh, Klemme. Mhm. Werden wir uns auch nochmal genau befassen. Wir haben ja jetzt schon schöne Sachen gekriegt, aber wir kriegen natürlich auch noch schönere. Müll hat... Ja, ja. Ja, ich weiß, du hast so viel EPs, weil du bist ein ganz wilder. Moin, die Fahrkarten bitte. Geh eine Fahrkarten bei. Nee, den will ich jetzt in den Drecksnagel. Ich muss ja auch nicht jeden Schutt nehmen, ne? Schund. Besser gesagt, nicht Schutt. Schund. Ich bin wahrhaftig enttäuscht. Also nicht, weil ich jetzt hier nichts mehr finde. Ich habe ja genug kleine andere Schönigkeiten und sowas. Sondern, bin ich hier rüber? Geil. Kann ich hier jetzt noch was machen? Geil, ich kann hier gar nichts machen. Hier, da können wir auch nicht drehen. Ah, was ist das denn für eine Scheiße? Ich dachte jetzt, ich habe einen geheimen Geheimgang gefunden, der aber nicht so geheim war. Ja, ganz, ganz scheiße. Ich fand's traurig. So, jetzt können wir ja eigentlich hier nur diesen versteckten Gang wieder zurück. Wollte schon sagen, wo sind sie denn? Sage ich noch meiner Traumfrau hi. Hi. Da grinst sie, die Koralle. Ja, Katze ab hinterher. Die Mutti ist dann nicht umsonst da, ne? Ich würde sagen, das reicht doch erstmal, ne? Haben wir doch hier noch jetzt geschlachtet. So, Schönigkeiten wollen wir. Was haben wir? Also wie gesagt, für eine Pumpgun wäre ich noch zu begeistern.
Ewigkeiten vorbei, ne? Das heißt, weiß man nicht, warum mein Schwert von links kam und von uns aus der rechte Arm war weg, aber. Und ihr alle verstehen. Hallöchen. Ich plünder hier nur eine Runde, ne? Ihr könnt euch keinen Kopf machen um mich. Hier bleibt alles so, wie es ist. Und wir machen. Ja. Oh! Oh, Junge, Junge, Junge. Wenn einer Zielwasser hat, dann du. Oh, ich glaube. Ja, ich wollte da eigentlich manchmal hakt meine Maus. Ich habe so eine Funkmaus, wenn meine externe Festplatte mit drin ist. Das wollte ich eigentlich mal so vermeiden. Aber habe ich nicht. Und die Daywalker kommen jetzt hier noch. Auch noch das. Hier ist mitten. Klar. Also, ich komme ja aus Berlin. In Berlin hatte ich das auch immer, ne? Das war. Ach. Ja. Was ist das denn? Ich höre doch schon wieder welche. Ne, dazu mitten in der U-Bahn haben wir auch Regale aufgestellt und Bücherkurs belegt. Manchmal warten eine halbe Bibliothek, ne? Warum auch immer. War einfach so. Wir haben es anzunehmen, so wie es ist. So, beginnt natürlich ganz runter. Wie gesagt, Kupfer wird es hier noch geben. Zumindest hier so ein paar Münzen und so. Ich finde, die haben so ein bisschen das verpasst. Oh, hier sind gleich drei Brüller. Meine Fresse. Aber lange gedauert, ne? Da ist ja noch einer. Irgendwie der letzte erwischt mich jetzt. Ah. Eigentlich so gut gekämpft, ne? So, und hier ist auch nicht mehr drin. Guck mal, komplett leer. Die haben jetzt hier nur so eine. Ach Mann, ey. Bestimmt, weil sie die Minen gemacht haben, ne? Stirb jetzt! Ja, wieso das? 9 ist Menü. Ist ja interessant. Total interessant. Ja, ich bin noch natürlich hinten gucken. Also da ist irgendwie auch coole Sachen. Oh, ich dachte ein Triple Kill. Ach, das war ja noch nicht mal ein Double Kill. Ja, gut. Ich dachte jetzt hier ein Schlag und dann, weißt du, One Hit Wonder. Ah. Ja, ja. Jetzt aber. Double Kill. Hm. Außer das hier ist nichts. Nur nichts. Nur nichts ist schlecht. Schade eigentlich. Besonders, ich habe echt selten, dass ich blitze, ne? Und warum echt selten, da ich blitze? Wollen wir hier mal gucken, ne? Wir haben natürlich hier die Spulen. Davon haben wir ja ganz viele, ne? So Blitzspule und blauen Keks, ne? Das ist ja Level 2. Was sagt Level 2? Chance auf kritisch Dingsbums. Achso, vitaler Angriff. Zündung.
Mir fehlt eine Zündung und hier fehlt mir. Ja, Blitzschlag ist. Da fehlt so ein bisschen, ne? Besonders ein 5%, nur 20%. 20% ist wesentlich höher. Und das hätte ich, glaube ich, mit dem Rohr, wenn wir das nehmen, weil das hat Festung. Ja, das ist aber nicht so doll, ne? Ja, da muss ich echt mal drauf achten, dass wenn ich denn meine Waffen zusammenstelle, dass wir auch ein bisschen dann blitzen oder sowas, ne? Oh, was ist das hier? Erstmal gucken wir hier rein, dann gucken wir da rein und dann sind wir hoffentlich ein bisschen glücklicher als davor. Oha. Können wir nicht, ne? So, was können wir denn wegschmeißen? Also den hier, Robin Hood, haben wir auf jeden Fall, den haben wir auch. Das steht nun mal fest und da wird es sich auch nicht dran ändern. So, sonst haben wir noch einen Pfeil, den brauchen wir hier drinnen, denke ich mal, nicht. Denn so ein Klebeband ist eigentlich interessant, aber du bist nicht interessant. Und du auch nicht. Und du auch nicht. So. Ah, Quatsch. Falsche Taste. Das war aus Versehen die Windows-Taste. Klar, ich muss jetzt hier nicht jede. Aber weißt du, wenn ich schon mal habe. Ja, ja, komm mal her. Ja, kann ich auch ein Messer an. Ne? In meine Taekwondo-Schule ohne Messer haben wir das Messer an richtig gelernt. Deswegen kann ich das auch teilweise. So, schauen wir noch mal hier, was im Schrank ist. Währenddessen gönne ich mir natürlich einen wunderschönen, wunderschönen Kaffee. Einen wunderschönen. Moin. Seid ihr öfter hier? Oh. Oh. Gott, war die falsche Tasse? Taste. Nicht Tasse. Ah, Taste. Ja, na, nun leck mir doch im Arsch. So. Gibt's ja gar nicht so eine Frechheit. Ich dachte, das ist ein Motoröl oder so. Wer schleicht sich da von hinten ran? Wenn ich jetzt eine kriege, dann bin ich aber wirklich ein bisschen sauer. Nicht nur ein Stück, sondern komplett, ey. Naja, das kommt bitte mal in Reihe und Glied ein bisschen aufgestellt hier. Kommt ihr alle? Du bist aber ja. Immer mitten in die mitten in die Sichtshälfte. So, dann haben wir das hier. Den hatten wir ja noch nicht. Den will ich nicht. Da gehe ich bestimmt nicht nach oben. Katze unterhält sich nicht mit mir, sondern mit Frauchen. Ich werde nie nach meinem Tag gefragt. Also zumindest nicht von der Katze. Ja. Ach Mann, ey. Ach du. Ja, besser ist. Du mit deinem dreckigen Schlüpper. Aber wer hat den dreckigsten Schlüpper? Genau. Schlüpper Einzel. Aber Leck Lisa kann auf jeden Fall gut mithalten, muss man dazu sagen. Ah, nur die eine. Nur die Weißschlüpper, Leck Lisa. Wer denn? So. Wir gehen hier noch durch, aber ich glaube, hier ist denn schon Ende im Gelände. Oder man kann da noch rein. Also nicht. So. Okay. Ja, und. Ja, toll. Er blitzt natürlich. Oh. Ja, klar. Jetzt kommt zweimal Blitz. Ist klar. Und du kannst auch einmal hier Stufen steigen. Ist klar. Kopflose. So. Bin mal gespannt, ob wir da gleich rein können. Ich nehme mir erstmal das, was hier längs hätte meins sein sollen.
Und wir kriegen nur nichts, zumindest nichts Interessantes. Und hier ist, oh, Munition. Und hier können wir nicht rein. Gut, ich denke mal, wenn wir jetzt nach oben gehen, ich weiß nicht, was da jetzt noch sein sollte. Großartig. Wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Was ist denn los? Bist du im Stimmbruch, ey? Mit 13 Jahren? Oh. Oh. Du, ja, du bist ein Großer. Tschüss. Ich wollte schon sagen, du wirst doch jetzt hinfallen, oder? Hä, wo kam der denn her? Hier war ich doch schon. Ja. Also auf jeden Fall ist das denn hier fertig, würde ich sagen. Dann haben wir U-Bahn erfolgreich durchgespielt, würde ich jetzt so behaupten. Weiß man nicht, wo mein Motorrad ist. Und wir müssen jetzt, glaube ich, suchen. Außer jetzt steht hier gleich runter da. Oh, was war denn das? Habt ihr das gesehen? Da war hier richtig Twister. So. Da ist auch nicht mein. Wo ist mein Motorrad? Da nicht, da nicht. Hm. Könnte noch davor sein, bin ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich gefahren bin. Da war ja halb im Dunkeln. Ich denke mal, das habe ich schon geplündert, Sioni. Komm. Also da stehen zwei. So, dann geht es ja irgendwie da so hin. Die werden doch nicht hier sein, oder? Doch, da. Da ist der andere. Bitte, hier ist jetzt... Hier ist jetzt Motorrad hier. Wo kann ich da immer nicht ran? Und es ist da. Tada. Siehst du? Gute Orientierung hat er. Gute hat er. So, wir haben Stunde 11. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht fällt mir noch was ein, weil ich hier noch sehen wollte. Und wenn nicht, dann haben wir ja noch ein bisschen was zu bauen. Aber ich glaube, so ein, zwei Bücher oder sowas. Wir müssen ja auch noch vorbereiten, dass ja die Bösewichte kommen. Ne? Die wir so ein bisschen, ja, verkloppen müssen. Und dazu könnten wir ja auch die Missiles bauen. Wenn wir, wir gucken mal kurz, wie viel Kupfer haben wir denn eigentlich immer? Siehe schon mal 3. Ne? 3, 6, 35. Ja, das, da lässt sich doch mal klatschen. So, ihr könnt selber klatschen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.